Hallo Leute, da bin ich wieder. Wie versprochen, euer Kalle von Heiligabend TV. Quasi als schöne Bescherung von Spencer TV. Leute, was für eine Vorstellung. Die geliebte Frau schwanger und kein Dach über dem Kopf, weil man unterwegs ist und sich zählen lassen muss. Was soll dann und vor allem wo soll dann mit der Geburt des Kindes was werden? Auf der Straße etwa? Ich meine, mein Chef hat mir erzählt, dass er als Student mal in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Und beim Nachtdienst, da war dann auch eine schwangere Frau zu spät ins Krankenhaus unterwegs. Und die Geburt, die begann schon im Krankenwagen. Oh, stellt sich das mal einer vor. Und endete dann im Flur des Krankenhauses. Dem Himmel sei Dank ist da nichts schiefgegangen. Leute, denken wir heute an all diejenigen, die kein Dach über dem Kopf haben. Und wünschen ihnen, wenn wir nicht direkt helfen können, dass alles bei denen gut gehen möge und sie sich heute Abend auch wohlfühlen können. Leute, hier die Weihnachtsgeschichte aus dem Spencerdorf. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen. Da bin ich wieder, euer lieber, guter alter Spencer. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Leute, wir spielen heute eine uralte Geschichte. Die Geschichte vom allerersten Weihnachtsfest. Damals lebte ein Kaiser in Rom und herrschte über ein riesig großes Land. Eines Tages wollte er wissen, wie viele Leute in seinem Land leben und wie viele Reichtümer sie haben. Deswegen mussten alle Leute in dem riesigen Reich dahin reisen, wo sie geboren waren. Und sie haben... Also Spencer! Spencer! Hallo! Zuerst spielen wir Reisende, ne? Ja. Und dann... Hirten. Und zum Schluss die Könige, oder? Ja, so ist die Reihenfolge, jawohl. Ja, da brauchst du aber ganz schön Verstellungskunst. Och, als Reisende, da braucht ihr ja nur zu wimmeln. Da braucht ihr ja keinen Text. Ja. Wieso eigentlich Reisende, hä? Ja. Na, weil ihr zur Schätzung gehen müsst. Nee, Spencer, ich denke, die Schätze, die bringen wir dann später als Könige. Schätzung, nicht Schätze. Ihr bringt alles wieder mal durcheinander, hä? Na, dann bring du mal wieder alles auf die Reihe. Also gut. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste... Schätze, dass keiner weiß, was so eine Schätzung sein soll. Eine Volkszählung. Ach, Volkszählung. So. Sag mal doch gleich. Na, jeder muss in seine Heimatstadt reisen und sich in eine Liste eintragen lassen und sagen, wie reich er ist oder wie arm. Ja. Das mit der Liste macht Lexi, der alte Federfuchser. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wenn alle in ihre Heimat reisen müssen, dann sind jede Menge Reisende unterwegs, die sich dann Schätzchen lassen. Ja, nur nicht Schätzchen, sondern schätzen lassen. Ja, sag mal, also und wann muss ich denn das Ding hier eigentlich aufsetzen? Guck mal. Als weiser König Kaspar. Er sei aus Abessinien gekommen, wird erzählt. Und wer ist der Herr Dings, zu dem wir ins Schloss rein müssen? Das ist nicht der Herr Dings, das ist der Herodes, der König der Juden. Moment, ich denke, das war dieser Kaiser August. Augustus war der Kaiser in Rom, ja. Aber die Juden in Judäa hatten trotzdem ihren eigenen König. Und den spielt Elvis. Ja, Elvis spielt den König, der so viel Angst hatte. Wovor? Vor einem kleinen Kind. Hä? Angst vor einem kleinen Kind? Na, das kann aber kein doller König gewesen sein. War er auch nicht. Ein finsterer Herrscher. Das Volk hatte nicht viel zu lachen unter seiner Herrschaft. Aber jetzt denke ich mal, wir sollten anfangen, ja? Bevor wir uns hier verplaudern. Also, erstmal Reisende. Hm? Kommt, Jungs. Ja. Shalom. Shal was? Shalom.
Der hebräische Friedensgruß heißt sowas wie guten Tag. Ach so, ja, na dann. Shalom. Guten Shalom. Nicht guten Shalom, einfach nur Shalom. Ja, ja. Shalom. Shalom. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Tja, Leute, da will ich mich auch mal aufmachen. Ach, eine lange Reise habe ich da vor mir. Bis nach Bethlehem. Aber wie wir das bei Spencer so machen, über so eine lange Reise springen wir einfach hinweg mit einem... Halt, halt, Ihr Name bitte, Ihr Name. Spencer Ben Abihud. Spencer Ben Abihud. Und Ihr Wohnort? Spencerdorf. Das ist weit. Ja, das ist bekannt, bekannt, bekannt. Wenn ihr eine so lange Reise hinter euch habt, Spencer Ben Abihud, um euch schätzen zu lassen, dann ist dieses Bethlehem sicherlich euer Geburtsort, nicht wahr? Ja, so müssen wir uns das vorstellen. wisst ihr nicht ein gutes Hotel im Dorf? Oh, die Hotels sind natürlich alle überfüllt. Es sind ja so viele Reisende unterwegs, von Nazareth nach Bethlehem, von Bethlehem nach Jericho, von Jericho nach Heilbronn. Von Heilbronn, Hebron. Oh ja, das habe ich hier auch so. Ja, Hebron, Hebron. Wo kann ich versuchen, noch ein Zimmer zu bekommen? Vielleicht am anderen Ende von Bethlehem. Wie heißt die Karawanserei? Zum Eisenbahnwagen. So. Die Wirtin heißt Lulu von Knidos. Das ist da entlang, da entlang. Shalom. Shalom. Ja. Hey, du da unten! Weißt du nichts von einem Kind, das geboren wurde und soll König der Juden werden? Hm? Ich weiß nichts. Ich bin der König der Juden. Ich, Herodes. Hm? Ja, Majestät, ja. Ihr Reisenden, wie geht ihr denn? Kamel! Kamel? Warum sagst du Kamel zu mir? Doch nicht zu dir. Wir reiten auf Kamelen. Sieht man das nicht? Ja. Ach so. Ja, Shalom, Shalom. Shalom. Akasi. Spencer? Ich heiße Spencer Ben Abihud. Und ich bin nicht Kasi. Ich heiße Engel des Herrn. Engel des Herrn. Lass mal deinen Stern sehen. Nein, es ist noch nicht die Geburtsstunde. Och, nur so ein bisschen durchs Fenster. Na schön. Hm? Ah, schön. Hm. Danke, Engel des Herrn. Shalom. 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 So, nun geh doch endlich los. Los. Oh, Magdalisa. Geh endlich, du bist doch ein störrisches Vieh. Magdalisa, ja? Bist du denn alle Hirten? Nein, nein, Poldi Ibn Aschkalon ist schon unten bei den Ochsen. Warte, ich helfe dir. Ach ja. Ja. Halt, halt, halt. Oh. Eintritt in den Stall nur für Hirten und Könige. Aber ich bin ein Hirte. So? Was hütst denn du für ein Vieh? Oh, eine ganze Herde von Leuten. Naja, darfst mitkommen. Ausnahmsweise. Danke, Martin. Muuu! Ia, Ia, Ia! Muuu! Ach, Spencer, Spencer, du, ich bin früher mal in die Jungdrachenkrippe gegangen. Ist das dasselbe wie die Krippe Ia? Oh, ja, sehr ähnlich, Poldi Ibn Aschkalon. Da hat ein Kind es warm, es liegt mitten im Futter, verborgen im Stroh. Aber es ist schon alles sehr, sehr, sehr arm. Ja, genau das denke ich nämlich auch. Wenn das der alleroberste König werden soll, warum kommt er dann nicht in einem Palast zur Welt? In einer goldenen Wiege? Ja, vielleicht ist es so, Poldi Ibn Aschkalon. In Armut geboren wird er gewiss ein anderer König werden als unser finsterer Herodes. Wer weiß, wer weiß.
Sowas weiß man nicht, das riecht man. Gute Hirten, jetzt muss ich aber in meine Karawanserei. Shalom! Shalom! Wir wollen gehen, Maria. Lass wir uns schätzen lassen. Ach, Josef, ich weiß nicht, ob ich noch einen einzigen Schritt tun kann. Es ist nicht weit. In dieser Richtung. Aber in diese Richtung liegt die Karawanserei. Lass uns erst Quartier suchen. Meine Stunde naht. Es wäre ordentlicher, wenn wir uns erst schätzen ließen. Ach, Josef, so ordentlich bist du immer. So wenig fürsorglich. Nein. Das sollst du mir nicht vorwerfen, Maria. Ich will fürsorglich sein. Ja. Shalom. Shalom. Ich suche ein Quartier. Ein letzter Raum ist noch frei, mein Herr. Ah, gut zu wissen, dass ich mein Haupt betten kann. Josef? Ja. Ich denke, hier lang geht's zur Schätzung. Wir wollen erst eine Herberge suchen. Ich danke dir, Josef, dass du fürsorglich bist für uns drei. Hey, Wirtschaft, aufgemacht, Herberge. In meiner Herberge ist kein Raum mehr. Eben habe ich das letzte Zimmer vermietet. Die Frau ist krank. Ich bin nicht krank. Guter Alter, eure Frau erwartet Sie doch... Sie ist nicht meine Frau. Auch das noch. Wir sind einander anverlobt. Sie ist nicht krank, sondern erwartet ein Kind. Und rührt euch das nicht ans Herz? Doch, ja, sehr. Aber soll ich deshalb einen Gast aus seinem Zimmer werfen? Versucht es anderswo. Aber wo? Wir suchen ein Zimmer für die Nacht, das uns Platz zum Schlafen gewährt. Wir haben lange Reisen hinter uns gebracht, eine Lagerstätte bleibt uns verwehrt. Die Welt ist unfreundlich und kalt, kein Licht und kein Feuer im Warmen. Und Dunkelheit umgibt uns bald, niemand will sich unser erbarmen. Oh, Josef, auf der Straße werde ich mein Kind zur Welt bringen müssen. Es ist kalt. Wir müssen etwas finden. Ein Stall? Ochs und Esel, wie es geschrieben steht beim Propheten Jesaja. Josef, steh mir bei. Ja, ja. Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch große Freude! Freude? Denn ein Retter und Helfer ist heute für euch geboren, in der Stadt Davids. Das ist Christus, der Herr! In der Stadt Davids? Aber das ist doch unser Bethlehem! Ja. Und dies habt zum Zeichen. Daran sollt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Tschüss! Komisch. Plötzlich ist alles wieder dunkel. Los, Jungs! Wir müssen in die Stadt nach Bethlehem. Ja! Ach, Herr Jenimi, mir ist so zitter. Ja. Aber der Engel, der hat ja gesagt, fürchtet euch nicht. Ich fürchte mich furchtbar. Ach. Also vielleicht macht er ja, dass der Wolf keine Lämmer mehr schlägt. Ja, oder dass keiner mehr lacht, wenn ich so stottere. Ja, Retter und Helfer, hat er gesagt. Oder einer für all das Böse, mit dem du so alleine nicht fertig wirst. Ich kann das Gestutter von Carlotto nicht mehr hören. Ich hab das gehört, Magdalisa. Denk gar nicht, dass ich das nicht gehört habe.
ist das hell. Ja. So hell war es noch nie in meinem Stall. Hm? Hey, Ochse, guck mal, das da vorne, das ist der Helfer. Muuu. Esel, dass du es nur weißt, das ist der Retter. I-A, I-A, I-A. Hm. Hast du gehört, Maria? Helfer und Retter. Ich werde die Worte in meinem Herzen bewegen. Sei ja denn Jesus ein guter Nährvater, heiliger Josef. Auch wenn du mit der Frau Maria nicht verheiratet bist und nicht alles verstehst. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie war, guter Hirte. Also wenn das so ein toller Kerl sein soll, wie der Engel gesagt hat, dafür ist er aber noch ganz schön klein. Na also, für den Anfang reicht's doch. So, los geht's, Jungs. Wir müssen los. Ja. Den anderen die frohe Botschaft verkündigen. Ja. Und Baby braucht doch auch seine heilige Ruhe. So, wem verkünden wir das denn nun? Na, denen in der Karawanserei, da gibt's doch genügend Leute, oder? Naja, vielleicht macht der Kleine, wenn er groß ist, eine Schule für Stotterer auf. Mann, Gustav, ich brauch keine Stotterschule. Ich brauch Leute, die mich lieben, auch wenn ich stottere, ne? Aha. Sag mal, Jungs, das Verkünden, ist das nicht sehr gefährlich? Oh ja, gefährlich. Sehr gefährlich, solange Herodes unser König ist. Die Freude, die ist so groß, die kann ich nicht für mich behalten. Ich auch nicht. Los, lasst Leute, uns verkünden. Ja, und wer verkündet denn jetzt? Na, ich, Kinder, ich. Hört ihr Leute und spitzt die Ohren und vernehmt die große Freude. Der Retter der Welt, der Heiland ist heute geboren. Der Retter der Welt. Freude singt, dann ist die Freude gleich viel, viel dicker. Oh, meine liebe Magdalisa, glaub bloß nicht, dass ich das eben nicht gehört habe, was du gesagt hast. Das habe ich ganz bestimmt gehört. Ich habe kein Zimmer mehr frei. Dass ihr es bloß wisst, der Helfer und Retter ist in meinem Stall geboren. Ja, hat uns der Engel gesagt. Was soll ich denn davon halten? Bewegst in deinem Herzen, Frau Wirtin von Knidos. Shalom. Shalom, Hirten. Friede sei mit euch, ihr lieben Hirten. Leute, Kerzen anzünden und manchmal dran denken, wie arm es damals zugegangen ist. Es geht jetzt weiter mit den drei weisen Königen aus dem Morgenlande bei Lexi, dem Federfuchser mit der Schreibmaschine. Halt. Die Namen, bitte. Kaspar! Ja, wenn ich bitten darf, nacheinander, ja? Kaspar, ich bringe Gold. Oh. Melchior, ich bringe Weihrauch. Oh, schön. Balthasar, ja? Ich bringe Möhre. Aber ich weiß gar nicht, was das sein soll. Das ist ein Harz. Ah, das duftet wunderschön. Ist aber auch bitter. Beruf? König. Oh. Beruf? König. Oh. Beruf? König. Drei Könige. Genau. Eure Hoheiten, ich darf noch bitte um die Wohnorte fragen, ja? Abessinien. Sehr bitte, ja, nacheinander. Abessinien. Ja. Indien. Persien. Sehr wohl, Majestät. Dann sind eure Majestäten ja von sehr weit her gereist. Das kann man wohl sagen. Wir suchen den König von Judäa, der hier soeben geboren wurde. König Herodes soeben geboren, also den gibt es schon etwas länger. Dort geht's lang, zum Schloss des alten König Herodes. Ja, Shalom. Gehen wir da mal lang. Wie kann denn der alt sein, wenn der soeben erst geboren wurde? Ja, das frage ich mich auch. Wir müssen auf der Hut sein. Ja, ganz schnell an diesem Schloss vorbei hier. Halt! Was sehe ich, Könige? Nur herein, liebe Kollegen. Willkommen in Judäa.
Was machen wir? Tja. Hm, vielleicht freundliche Gesichter oder so. Ja, oder besser fliehen. Ja, ja, genau. Ich bin nicht bitten da. Oh, oh Mann. Naja. Na gut. Ja, lass mal. So. Bitte Platz zu nehmen. Wohin des Wegs? Ja, also einem Stern folgen wir nach. Er weist uns zum König der Juden. Hm, was? Wer bin ich? Die Planeten Jupiter und Saturn ganz nah beisammen, sodass sie wie ein einziger Stern leuchten. Von Astronomie verstehe ich nichts. Ein Kind soll unter diesem Sternenlicht geboren sein. So, ein Kind. Ja, wir wollen es anbeten und beschenken. Ja. Oh, so geht. Forscht, sucht fleißig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, dann lasst mich sogleich wissen, wo es ist. Warum? Damit auch ich hingehe und es anbiete und beschenke. So, so. Ja. König Herodes, wir haben euren Wunsch vernommen. Ja. Gute Reise und bis bald. Shalom. 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 Der will bestimmt nicht hingehen und anbeten und schenken. Ich glaube nicht, dass wir an diesem Schloss noch mal wieder vorbeikommen. Nee, von wegen Shalom, der hat uns keinen Frieden gewünscht. Nee. Oh, der Stern. Der Stern. Da ist er wieder. Oh, Shalom, ich zeige euch den Weg. Nun ist der Stern wieder weg. Aber nur eine ganz kleine Wolke lang. Folgt meinem Licht, seht diesen Stern. Er führt euch direkt zum Geburtsort des Herrn. Er leitet euch zum Stall von Bethlehem. Das Kind, das ist dort in der Krippe zu sehen. Folgt meinem Licht, seht diesen Stern. Da geht's rein. Danke dir, guter Engel. Josef, ja. Schau, oh. Wer da kommt. Oh, Könige. Könige zu Gast in unserem Stall. Gold. Und Weihrauch. Und Myrrhe. Für den, der unser Herr ist. Ja, und immer bleiben wird. Und wir haben keinen Thron, dass sich die Majestäten setzen können. Wir wollen nicht sitzen. Wir wollen nämlich knien. Wir sind die drei Könige aus dem Morgenland und kommen, um dem Kinde zu bescheren. Wir werden Kaspar, Melchior und Balthasar genannt, den König in der Krippe, den kommenden Herrscher der Welt wollen wir ehren. Unser Kind, Herr über Könige, Josef. Ich kann's nicht denken, nur glauben. Shalom. 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 Ich muss herausfinden, wo das Kind ist, das König der Juden werden soll. Hey, Engel. Ja? Wie kommen wir denn jetzt von hier weg, ohne noch mal am Schloss vorbeiziehen zu müssen? Hm, wie denn? Ja, zum Glück sind wir ein Runddorf. Hm. Auch hier lang kommt ihr weg. Und seht das Schloss nur in weiter Ferne liegen. Mhm. Shalom, Engel. Shalom. Shalom. Shalom, Majestäten. Der König Herodes führt Böses im Schilde. Hey! Josef,
lass dir's ja im Traume einfallen. Nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägyptenland. Denn Herodes wird nach dem Kind suchen, dass er es umbringe. Maria? Ja, Josef? Komm, wir müssen fliehen. Flüchtlinge werden? Mit dem kleinen Kind? Wegen des kleinen Kindes. Ein Engel hat's mir im Traum befohlen. Nach Ägyptenland. Die Füße werden uns brechen. Halt! Nein, nein! Das kann ich nicht zulassen. Ich, der Hirte Poldi ibn Aschkalon. Moment! Was ist denn noch? Ich weiß nicht. So, da! Der Esel wird den Retter und Helfer und seine Mutter sicher nach Ägyptenland bringen. So, hilf mir bitte, mein Hirte. Ja! Komm, wir müssen uns beeilen. Ja. Hab Dank, guter Hirte. Der Himmel wird's euch lohnen. Wiedersehen. Bis bald in Judäa. Leute, fröhliche Weihnachten! Shalom! Fröhliche Weihnachten überall, töne durch die Lüfte froher Schall. Tschüss. Tja, meine Lieben, genießt das Fest und freut euch an dem, was ihr habt. Ich werde gleich mal Spencer anmorsen, um herauszubekommen, was der jetzt so macht. Vielleicht können wir ja heute noch gemeinsam feiern. Daumen hoch, wenn es gefallen hat und Abo bitte, wenn ihr mögt. Und in den nächsten Tagen, in den freien Tagen, die dann jetzt kommen und Silvester und so, da werdet ihr noch mehr von uns sehen. Herzlich, euer Kalle von Spencer TV.